Hallihallo Leute, hier bin ich wieder, eure liebe kleine Dodo. Dieses Mal mit keinem Let's Play, sondern mit einem Gameplay. Juhu! Ja, es gab jetzt schon eine Weile nichts mehr von uns. Weder von mir noch von Leo. Bei Monkey Island habe ich ja eigentlich gesagt, dass ich Tomb Raider noch gameplayen möchte. Ich bin da auch dabei, aber... Leute, ich muss euch gestehen, Leo und ich, wir sind süchtig. Wie ihr im Hintergrund seht, läuft Genshin Impact. Ich habe das Spiel vor... Uff. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, habe ich das vor 2 oder 3 Monaten angefangen. Mich persönlich hat das Spiel total gefesselt, weil... Erstens, es ist im Anime-Stil, was ich total liebe. Und zweitens erinnert es ein ganz kleines bisschen an The Legend of Zelda. Jetzt muss ich gerade überlegen. Breath of Wild oder Wild of Breath? An alle Zelda-Fans, es tut mir leid, wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe. Aber es ist genauso. Genauso aufgebaut, dass man quasi... Ja, okay, was heißt genauso aufgebaut? Man hat bei Legend of Zelda natürlich nur einen Charakter. Bei Genshin Impact hat man mehrere Charakter. Aber vom eigentlichen Stil her ist es genauso aufgebaut wie The Legend of Zelda. Man hat halt quasi Link, mit dem du Open World durch die Welt von Hyrule reisen kannst. Und das hast du halt bei Genshin Impact auch. Man hat eine Welt, es ist zwar nicht ganz Open World, man muss die Karte immer nochmal, also durch jedes Update wird die Karte immer aktualisiert. Weshalb man natürlich dementsprechend noch nicht überall hin kann. Aber wenn ihr euch jetzt das Spiel zum Beispiel zulegt, dann habt ihr schon mal ein großes Feld, wo ihr überall hin könnt. Dementsprechend finde ich persönlich, ist es genauso Open World wie bei Legend of Zelda. Wie ihr seht, im Gameplay kann man mit Pfeil und Bogen arbeiten, aber auch dementsprechend mit Schwert, mit Schild leider nicht. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Hauptsächlich kämpft man halt mit einem Schwert oder Pfeil und Bogen oder Lanzen. Zum Ausweichen hat man halt wirklich nur das Rennen. Wie ihr gerade gesehen habt, dass man quasi dann wegrennt und sich dann etwas weiter von den jeweiligen Bösewichten-Monstern distanziert, um dann dementsprechend einen Gegenangriff zu machen. Ist an sich auch ganz cool, anstatt so mit Schwert und Schild. Ein Schild fände ich aber persönlich jetzt... Okay, bei einem Bogenschützen geht das schlecht. Aber bei unserem Hauptcharakter... der mit nur einem Einhandschwert hat, also es gibt auch Zweihandschwert, mit nur einem Handschwert wäre es gar nicht mal so verkehrt gewesen, wenn er quasi auch ein Schild dabei hätte. Naja, egal. Sonst an sich ist es, wie gesagt, aufgebaut wie bei The Legend of Zelda. Man kann laufen, man kann rennen, man kann reiten, kann man leider nicht. kämpfen. Es gibt verschiedene quasi so Kräfte, die man hat. Verschiedene Charaktere haben verschiedene Elemente. Quasi unser Hauptcharakter ist jetzt Element Wind. Das Mädchen, was ihr seht, das ist Amber. Die ist Element Feuer. Dann gibt es natürlich noch viele verschiedene Charaktere. Von Wasser, Eis bis Elektro, Feuer, Wind und was war das andere? Geo. Ich denke mal, das hat dann sowas wie mit Stein zu tun. Ja, wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt schon ein bisschen länger. Der Leo hat aber erst seit kurzem Genuss an dem Spiel gefunden, weshalb wir jetzt quasi ein kleines Gameplay von Leo sehen. Leo ist quasi noch nicht so ganz weit. Aber das ist nicht schlimm. Der hat es auf jeden Fall manchmal
besser drauf als ich. Also das Laufen mit Pfeil und Bogen und gleichzeitig Fixieren der Monster schaffe ich persönlich nicht so gut wie der Leo. Deshalb habe ich mir gedacht, dann nehme ich lieber ein Gameplay von ihm. Damit es nicht ganz so furchtbar aussieht. Durch jedes Update erweitert sich quasi das Spiel. Das finde ich ehrlich gesagt mega, weil wenn man denkt, man hat quasi gerade nichts zu tun oder man hat die eine Quest jetzt gerade erledigt, geht es halt trotzdem immer weiter. Zum Beispiel gibt es ja die Hauptstory, die man immer durch Abenteuerstufen meistern kann. Klar, man muss sich natürlich auch leveln, damit man dann auch verschiedene Abenteuerstufen spielen kann. Sonst macht das ja alles keinen Spaß. Das in der Hinsicht erinnert so ein bisschen an Pokémon. Quasi immer weiter leveln, um dann im Nachhinein weiter zu spielen sozusagen. Kommst ja bei Pokémon kommst ja auch nicht weiter, wenn du die Arena-Leiter nicht besiegst und dann musst du auch mal leveln. Sonst an sich, wie gesagt, es gibt verschiedene Abenteuerstufen. Die Hauptstory basiert auf diesen Abenteuerstufen. Also man kann quasi ab einer gewissen, also ganz am Anfang kannst du die normale Story spielen. Irgendwann kannst du dann ab Abenteuerstufe 10 oder 15, wenn ich mich nicht irre, kannst du die Story dann quasi weiterspielen und so geht das dann halt immer weiter. Dementsprechend wird es halt nie so wirklich langweilig, ne? Man kann verschiedene Truhen öffnen, wie ihr im Gameplay gesehen habt, aber auch einzelne Questen erledigen, also quasi nicht nur die Hauptquesten, die man hat, sondern es gibt auch viele verschiedene Nebenquesten. Jetzt momentan durch das neue Update gibt es die Eislandschaft, was dann wieder eine Nebenquest mit sich führt, die aber, ja, ich würde jetzt nicht sagen, zur normalen Story relevant, aber es ist schon interessant relevant. Dann gibt es natürlich kleine einzelne Aufgaben, die man erledigen muss, die man von verschiedenen Mitbürgern bekommt oder dementsprechend auch einfach einmal am Tag kriegt man 4 Hauptaufgaben, die man erledigen kann, damit man im Nachhinein dann irgendwelche Tribute kriegt. In dem Spiel muss man nicht nur zubereiten, kochen, juhu! Man muss natürlich auch die jeweiligen Zubereitungssachen finden. Wie ihr gesehen habt, kann man dadurch, dass man Quests erledigt hat, der Leo zum Beispiel war in einem Tempel, wie ihr gesehen habt, wo er die einzelnen Monster besiegt hat, was mit zur Story gehörte in dem Moment. Aber diese Tempel kann man auch einfach so betreten und gegen die einzelnen Monster kämpfen und dafür kriegt man dann Errungenschaften. Diese Belohnungen kann man dann im Nachhinein dann nutzen für zum Sachen einkaufen, zum Verarbeiten von verschiedenen Gegenständen, zum Zubereiten, Kochutensilien, dann je nachdem wie man Glück hat, dann hat man da auch Truhen mit jeweiligen Waffen, die man dann aufpushen kann, verstärken kann. Dann haben die jeweiligen Charaktere auch jetzt bin ich gerade überlegen, wie das heißt. Das sind so einzelne kleine Items, die sie mit sich führen, die den Charakter an sich dann stärker machen. Ich habe aber jetzt gerade vergessen, wie sie heißen. Aber diese kleinen Items, Gadgets, die die Charaktere dann dabei haben, kann man auch alles verstärken. Man kriegt Belohnungen, wo man dann den Charakter an sich Level erhöhen kann, also pushen kann. Jo. So ist das halt. wie bei The Legend of Zelda hat man jeweils einzelne Türme, die man finden muss, um die Karte zu vergrößern. Also die Map immer zu erweitern. Wie ihr womöglich da oben links in der ganz kleinen Ecke des Bildschirms sehen könnt, hat man immer eine kleine Karte bei sich. Diese Karte
zeigt einem quasi, wo man ist. Man kann aber auch durchs Menü in die große Karte, um sich die gesamte Landschaft anzugucken und dementsprechend eventuell auch zu teleportieren. Wie bei The Legend of Zelda gibt es einzelne Teleportationspunkte, die man aber natürlich erst finden muss, damit man dahin teleportieren kann. Wir sind ja nicht blöd, ne? Wie gesagt, da muss man halt dementsprechend zu den einzelnen Teleportationspunkten gehen, damit man dann im Nachhinein sie freischalten kann und sich auch später dahin teleportieren kann. Ist für den Verlauf des Spiels irgendwann relevant. Am sinnigsten wäre, wenn man so viel wie möglich sammelt, so viel wie möglich findet und alles, was ihr einsammeln könnt, einfach einsammeln. Denn es gibt auch Items, Gegenstände, wenn ihr jetzt quasi schon die volle Levelstufe habt eurer Figur. Es gibt quasi bis Level 20. Dann kann man mit verschiedenen Gegenständen, die man vorher gefunden hat oder gesammelt hat, kann man den Charakter dann quasi immer weiter leveln, weiter pushen. Man muss nicht nur diese einzelnen Gegenstände sammeln, sondern auch die Monster besiegen, die vielleicht dann Truhen bei sich haben oder die Truhen, die monsterbasierend, jetzt fehlt mir das Wort, monsterbasierend auftauchen. Wie ihr da hinten in der Ecke seht, ist da zum Beispiel eine Truhe, die geschützt wird. Wenn du die Monster besiegt hast, wird die Truhe aufgemacht und dann kann man da quasi alles raussammeln. Wie ihr auch gesehen habt, kann man natürlich von Ort zu Ort gleiten. Die Gleit- sowie auch die Schwimmfunktionen haben aber eine Ausdauer. Diese Ausdauer ist der gelbe Balken, den ihr seht. Den hat man quasi auch beim Rennen. Den sollte man natürlich, so gut es geht, auch pushen, aufpushen. Und die schafft man halt, indem man... Guck mal, jetzt weiß ich schon nicht, wie die heißen. Also sind so blaue und gelbe Kristalle, die da unten links... Jetzt ist er vorbeigelaufen. Es sind quasi so Gebetsstatuen. Und denen muss man diese Steine geben, damit die Ausdauer sich verstärkt. Dementsprechend, wenn die Ausdauer sich verstärkt, kann man natürlich länger gleiten, höher klettern, länger rennen, weiter schwimmen. Und wenn halt dieser Ausdauerbalken nur begrenzt ist, geht halt nicht besonders viel. Weil irgendwann fällt man halt runter oder ertrinkt. Das Gute halt bei dieser Ausdauer ist... bei diesem Ausdauerbalken, wenn man halt jetzt wirklich nichts tut, oder was heißt nichts tut, wenn man bei einem Berg zum Beispiel geklettert hat und man steht eine Weile, dann lädt er sich automatisch wieder selber auf. Also man muss jetzt nicht, man kann, aber man muss nicht jetzt besondere Sachen sammeln. Klar gibt es bei Zubereitungsgegenstände auch Rezepte, die dafür sorgen, dass der Aufladebalken wieder schneller regeneriert oder wieder regeneriert ist, damit man nicht so lange warten muss. Finde ich persönlich aber jetzt nicht so schlimm. Bei den Zubereitungssachen gibt es natürlich unterschiedliche. Ein Charakter kann seine vollen Lebenspunkte verlieren. Dementsprechend kannst du ihn dann erstmal nicht mehr nutzen. Oder das heißt nicht mehr nutzen, du kannst ihn dann gar nicht mehr nutzen. Es gibt natürlich verschiedene Charaktere. Man kann insgesamt 4 Stück Charaktere mit sich führen. Jeder ist auf seine Art individuell und einzigartig. Der eine bevorzugt eher den, die anderen bevorzugen eher den. Ist aber gut, wenn man halt immer alle bei sich hat. Wenn aber die Lebenspunkte der jeweiligen Figuren komplett aufgebraucht sind, also komplett weg sind, kann man natürlich durch einzelne Rezepte Leben wieder... Ja, es gibt jetzt quasi nur 10 Lebenspunkte. Also man kann einen Charakter wiederbeleben. Doppeldeutig, okay. Man kann einen Charakter wiederbeleben,
und auch natürlich medizintechnisch wieder hochpushen. Es gibt aber auch einzelne Charaktere, die diese Funktion haben. Also quasi die Barbara ist ein Wassercharakter und hat die Funktion oder die besondere Fähigkeit, Leute die Lebenspunkte wiederzugeben. Durch ihre Special Wasserattacke kann sie dann quasi dafür sorgen, dass der jeweilige Charakter wieder ein bisschen mehr Lebenspunkte hat. Das gleiche hat auch Noelle. Und noch ein anderer Wassercharakter, dessen Namen ich nicht weiß. Also die einzelnen verschiedenen Charaktere haben unterschiedliche, manchmal wirklich komplizierte Namen. Aber sie sind trotzdem alle mega geil. Die Charaktere werden nach ihren jeweiligen Elementen aufgestuft. Es gibt aber auch quasi ja Charaktere, die... Ich würde jetzt nicht sagen, die normalos, aber es gibt Charaktere, die sind quasi göttergleich. Ein Charakter ist zum Beispiel dann ein Abgesandter von einem Gott. Also, die sind auf jeden Fall so stark wie halt Götter. Und unser Hauptcharakter zum Beispiel ist halt jetzt so ein... Ja, jetzt nicht unbedingt Gott, aber so ein Mittelding halt. Deshalb, verschiedene Charaktere, das ist sehr wichtig. Verschiedene Charaktere kriegt man durch Gebete. Die Gebete kann man im Hauptmenü dann aufmachen oder öffnen. Und durch einzelne Runen kann man dann jeweiligen... Also man kann jetzt quasi ein 10er-Pack machen oder auch jeweils einzelne. Man muss aber Glück haben. Also es hat wirklich lange gedauert, bis ich die ersten Charaktere so richtig hatte. Wie ihr seht, kriegt man 4, also jetzt hat Leo momentan nur 2, aber 4 Charaktere kriegst du quasi im Spiel geschenkt. Du hast deinen Hauptcharakter, dann die Amber mit der Feuerfähigkeit, die Lisa mit Blitzfähigkeit und Kaya mit Eisfähigkeit. Die kriegt man quasi im Spiel selber gesponsert. Man kann aber, wie gesagt, dadurch, dass man Gebete macht, kann man auch verschiedene andere Charaktere bekommen. Es hat ein Weilchen gedauert, bis ich ein paar Charaktere hatte, weil man halt immer diese Runen sammeln muss, um die dann quasi einzutauschen. Damit man dann quasi Charaktere bekommt. Was jetzt momentan noch läuft und den ersten Charakter, den man quasi kriegt, ist Noelle. Den kriegt man ja, relativ gut. Das war auch einer meiner ersten, was heißt meiner ersten? Klar, die 4 Charaktere, die man sowieso kriegt, aber einer meiner ersten Charaktere, die ich dann so durch Gebete bekommen habe. Ja, also ich bin auf jeden Fall megamäßig von dem Spiel begeistert. Dem Leo hat es auch angetan, weil Leo das so ein bisschen an Diablo erinnert, wo man dann auch quasi kämpfen muss und verschiedene Monster besiegt und dementsprechend dann auch seine Gegenstände pusht. Naja, halt Diablo. Das Gute an Genshin Impact fällt mir jetzt noch gerade nebenbei ein, wo ich jetzt so an Diablo denke. Bei Diablo ist es ja so, dass man zusammenspielen kann. The Legend of Zelda leider nicht. Da hat man ja wirklich nur die Einzelspielerfunktion. Ist aber auch, ehrlich gesagt, nicht so schlimm. Bei Genshin Impact hat man das Gute quasi erst ab einer bestimmten Abenteuerstufe. Aber wenn man eine bestimmte Abenteuerstufe erreicht hat, kann man im Mehrspielermodus spielen. Das bezieht sich leider nicht auf die Hauptstories oder die quasi... Ja, also die Hauptstories und die Nebenhauptstories. Also es gibt bestimmte Questen, die man halt wirklich nur im Einzelspielmodus spielen kann. Und man kann aber quasi die anderen ganzen Questen mit jeweils anderen Teamkollegen machen.
Das finde ich halt relativ cool, weil man quasi zusammen auch spielen kann. Der Leo ist jetzt leider noch nicht so weit, dass er im Mehrspielermodus mit mir spielen könnte. Wie ihr seht, er hat Abenteuerstufe 5 momentan. Das wird einem bei jedem Mal, wenn man Kiste aufmacht oder Questen erledigt, wird einem die Abenteuerstufe auch geploppt. Ihr seht sie aber auch in eurem Inventar. Durch das Zusammenarbeiten mit mehreren Spielern hat man natürlich auch die Möglichkeit, dass es Spieler gibt, die einem zeigen können, wo vielleicht noch eine Kiste liegt. Oder dass man gemeinsam Monster besiegen kann. Die kleinen Mini-Questen, die man pro Tag bekommt, die kann man zum Beispiel immer gemeinsam spielen. Oder etwas größere Questen, wo man halt jetzt eine Monster-Serie oder so kalt machen muss. Das geht auch im Mehrspielermodus. Sonst an sich kann man die Hauptstory nicht mit Mehrspielermodus machen. Ist aber ehrlich gesagt auch gar nicht so schlimm. Die Hauptstory ist jetzt nicht so schwierig, dass man sagen würde, man schafft es nicht alleine. Okay, bei einer Sache musste meine Schwester mir helfen. Weil ich diesen verflixten Drachen nicht besiegt bekam. Aber das ist ein anderes Thema. Sonst, wie gesagt, schafft man halt sehr vieles alleine. Aber so einzelne Sachen, wie jetzt mehrere Truhen finden, gemeinsam die Monsterserien besiegen oder auch die einzelnen Teleporterpunkte aktivieren, das kann man gut im Mehrspielermodus machen. Der einzige Nachteil beim Mehrspielermodus ist mir aufgefallen, dass das nach, also wir haben einmal die Abenteuerstufe und die Weltstufe. Man kann quasi, wenn man eine niedrige Weltstufe hat, nicht zu einer mit einer hohen Weltstufe gehen. Klar, die haben sich was bei gedacht, ist ja sinnig, weil die Weltstufe ist auch quasi davon abhängig, wie stark dann die Monster im Nachhinein sind. Und wenn man halt eine niedrige Weltstufe hat, macht es wenig Sinn, wenn man dann quasi zu einer hohen, also quasi dann hohe Monster besiegt. Kann ich in der Hinsicht verstehen, finde ich aber ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen traurig, weil man will sich ja trotzdem irgendwie pushen. Und das kann man dadurch ja auch gut machen. Ist vielleicht halt für die halt, die etwas unterstehenden qualifiziert sind, besser halt durchdacht. Sonst kann halt quasi ein Höhenstufler zu einem etwas niedrigstufenderen, um ihnen dann quasi bei den jeweiligen Sachen zu helfen. Das ist ganz cool auf jeden Fall, dass man das im Mehrspielermodus spielen kann. Ist aber hauptsächlich Mehrspielermodus online. Also quasi jetzt nicht im Coop-Modus. Also der Leo und ich, wir würden zwar zusammenspielen, aber an unterschiedlichen Bildschirmen. Dementsprechend muss auch kein Blitzscreen erfolgen. Es wird halt alles online drüber laufen. Unter der... Ja, das könnt ihr jetzt so schlecht sehen, aber oben rechts... Da haben wir quasi die verschiedenen Symbole. Und der ganz rechte, wo die Figuren halt sind, darunter ist quasi eine Anzeige, wie euer Internet halt ist. Also es ist wirklich davon abhängig, wie Internet ist. Mir ist aufgefallen, ich persönlich spiele Genshin Impact auf der PlayStation, weil das für mich auch irgendwie von der Handhabe her einfach einfacher ist. Einfacher. Der Leo und meine Schwester spielen es jedoch beide auf dem Computer. Was bei denen natürlich viel flüssiger läuft. Also wenn man im Mehrspieler-Modus spielt, kann es natürlich halt sein, dass bei einem Computerspieler, der vielleicht einen mega krassen High-End-Gaming-PC hat, dass alles viel schneller und flüssiger läuft, als jetzt wie bei meiner alten Xbox. Hm? Nein, für die Xbox gibt es das nicht. Wie für die PlayStation halt. Apropos PlayStation und PC. Das Spiel gibt es für die PlayStation, den PC und auch fürs Handy. Für Handy persönlich finde ich es schwierig mit der Handhabung. Weil man halt...
die verschiedenen Tasten. Ihr seht ja da unten rechts zum Beispiel die jeweiligen Tasten für die verschiedenen Gadgets. Am Computer geht es noch. Man kann aussuchen, ob man mit einem Controller spielt oder mit der Tastatur und Maus. Bei der PlayStation hat man ja wirklich nur den Controller. Das Spiel ist kostenlos. Man kann das Spiel quasi spielen, wie man will, wann man will. Es gibt halt im Spiel aber diese Ear-In-Käufe. Also kannst im Spiel quasi ja, das ist so eine Währung, die du dann in diese Steine umtauschen kannst. Die kannst du kaufen, um dann quasi schon vorher Gebete, Charaktere irgendwie freizuschalten, verschiedene Waffen. Durch die Gebete kriegt man nicht nur Charaktere, sondern auch besondere Waffen. Deshalb, die kann man halt dann im Spiel kaufen. Aber sonst an sich ist das Spiel wirklich rein kostenlos. Und durch jedes Update wird es halt immer quasi erweitert. Ja, das ist mehr oder weniger der Grund, warum ich es persönlich nicht schaffe. Also klar, beim Leo gibt es ja momentan irgendwie ist tote Hose. Er fühlt sich nicht so ganz ja, schwierig zu erklären, aber momentan fehlt ihm so ein bisschen die Inspiration, ein Spiel zu Let's Playen. Deshalb, klar, bei mir ist das so ein bisschen abhängig von der Zeit her. Ich versuche immer, so gut es geht, Let's Plays oder Gameplays neben der Arbeit irgendwie so ein bisschen zu machen. Aber momentan hat mich halt Genshin Impact wirklich gefesselt, weshalb ich es nicht schaffe, Tomb Raider zu spielen. Es tut mir leid. Aber ich werde Tomb Raider auf jeden Fall noch zu Ende bringen. Das steht fest. Ich bin ja schon sehr traurig und sehr deprimiert, dass ich Legend of Zelda Twilight Princess angefangen hatte. Aber nie so wirklich beendet. Da muss ich auch dazu sagen, also The Legend of Zelda Twilight Princess wird auch nicht mehr so, wie es ist, weitergehen. Weil ich das Spiel für die Wii hatte. Oder immer noch habe. Aber ich die Wii nicht mehr aufnehmen kann. Weil sie ehrlich gesagt momentan nicht mehr funktioniert. Die Wii macht irgendwie so ein bisschen momentan, was sie will. Dementsprechend wird es The Legend of Zelda Twilight Princess natürlich nicht mehr geben. Finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich traurig, dass ich damit angefangen habe und es nicht zu Ende gebracht habe. Deshalb möchte ich das halt mit Rise of Tomb Raider nicht machen. Ich möchte Rise of Tomb Raider wirklich zu Ende spielen. Nicht nur für euch, die Zuschauer, die zugucken, sich das reinziehen, sondern auch quasi für alle, die einfach Bock auf das Spiel haben. Also es ist mega geil. Auch das neue Tomb Raider. Das war jetzt irgendwo im Angebot und das hatten wir uns dann auch gekauft. Let's Playen persönlich würde ich es aber nicht. Auch nicht Gameplayen. Weil das Spiel, also ich finde, Rise of Tomb Raider oder Tomb Raider an sich muss man halt eigentlich sofort spielen. Also und auch nicht damit aufhören, sondern quasi spielen und dann vielleicht einfach mal einen Tag oder zwei durchzocken. Und währenddessen vielleicht aufnehmen oder so. Aber das kann ich halt nicht. Wegen der Arbeit bin ich halt so ein bisschen eingeschränkt. Am Wochenende bin ich mal froh, wenn ich dann noch meine Ruhe habe. Deshalb kann ich das halt wirklich erst machen, wenn ich Urlaub habe. Und das passiert nicht so oft. Ja, ich weiß, wegen Corona hatten viele Zeit und waren auch viele zu Hause, aber das traf nicht auf mich zu. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich halt momentan oder habe momentan nicht die Zeit dazu, einfach mal ein Spiel so durchzusuchten. Würde ich gerne persönlich, aber momentan bin ich halt wirklich so, dass ich sage, wenn ich dann zu Hause bin oder wenn ich dann Wochenende habe, dann lese ich lieber ein Buch oder ein Manga oder spiele Genshin Impact. Da sind dann also Spiele, die einen so ein bisschen beruhigen. Klar, habe ich bei Genshin Impact auch schon Momente gehabt, wo ich wirklich dann so, dieser Ausrastmoment, ich will das Spiel am liebsten, wie mit dem Drachen, den ich nicht besiegt bekam.
Aber das sind halt, das sind nur Momente, die man in anderen Spielen ja auch kennt. Man muss sich leveln, man muss sich pushen und dann erst kann man quasi auch Resultate davon ziehen. Man wird ja nicht von heute auf morgen ein Held. Naja. Ja, ich würde mal sagen, ich habe jetzt lange genug geredet. Ich habe euch hoffentlich das Spiel ein bisschen ans Herz legen können. Also, ich schwärme nur davon. Ich finde die Charaktere einfach mega geil. Ich habe auch schon überlegt, Charakter davon zu cosplayen. Weil ich sie einfach total... Manche sind total niedlich, manche sind total cool. Andere wiederum sind dann so ernste Charaktere, die trotzdem einfach mega geil sind, weil sie dann so ernst sind. Also, die Charaktere liegen auch an manchen Stellen auch einfach dann einem Herzen, weil die so süß und warmherzig und die Beziehung jetzt zwischen dem Hauptcharakter und seiner Schwester, das ist halt alles einfach Storyline-mäßig total mega. Ja. Der Leo und ich, wir sind auf jeden Fall momentan Genshin Impact-süchtig. Ich denke mal, wie viele andere auch. Das Spiel kann ich nur wärmstens empfehlen. Also, an die Spielemacher, es habt ihr echt mega gemacht, so ein Spiel auf die Beine zu stellen. Und dass da so ein Hype jetzt draus gemacht wird, kann ich voll und ganz nachvollziehen, weil das Spiel einfach mega ist. Klar gibt es natürlich viele, die interessieren sich nicht für dieses Genre, dieses Kämpfen. Ist halt kein typisches Ballerspiel, ne? Es erinnert halt so ein bisschen auch mehr so an Mittelalter, Legend of Zelda, Sword Art Online, irgendwie sowas im Dreh. Dementsprechend ist das vielleicht für andere wiederum jetzt nicht so interessant. Aber sonst an sich ist das Spiel wirklich nur wärmstens zu empfehlen. Ich werde es auch tatkräftig weiterspielen. Ich bin auch schon mit der Story sehr, sehr weit. Ich freue mich immer auf jedes neue Update, damit die Story für mich weitergehen kann. ja, ich würde mal sagen, das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, das kleine Gameplay hat euch etwas gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen, ich will jetzt nicht schönreden sagen, aber euch zum Spiel begeistern. Ja. Und dann alle Anime-Fans, ist auf jeden Fall ein Spiel für euch. Ja, von meiner Seite aus lasse ich das Gameplay jetzt noch ein bisschen laufen. Ich verabschiede mich und würde hiermit sagen, tschö, mit ö und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!